بسم الله الرحمن الرحيم. Wir sind im Teil 15, die Taqiyya des Shia, Ashura. Welche Geheimnisse stecken dahinter? Wie wir im letzten Teil bewiesen haben, suchten die Rafida einen Ausweg, um ihre große Sünde, also den Mord von Al-Bayt, zu verstecken. Deshalb führten sie mehrere Trauerformen um Al-Bayt in der Religion ein. Die schlimmste Form dieser Trauer räumte der Tag des Mordes Hussein radiallahu anhu ein, Ashura. Die Rafida suchten in der Trauer eine Rechtfertigung für ihre verbotenen und unmenschlichen Taten an diesem Tag. Die Trauer kann jedoch keinesfalls die Ablehnung des Weges Al-Bayts rechtfertigen. Was sind dann die wahren Ziele von Ashura? Erstens, die Sünden der Rafida und ihre schlimmen Taten mit Al-Bayt zu verdecken, um die Ablehnung des Islams im Namen Al-Bayts fortzusetzen. Zweitens, die unwissenden Menschen davon zu überzeugen, dass die Schia nicht die Feinde Al-Bayts sind, sondern deren Anhänger. Drittens, den Nichtmuslimen ein schlechtes, furchtbares Bild vom Islam zu geben, damit sie auch den Islam von außen ablehnen, nachdem die Rafida den Islam von innen abgelehnt haben, was ja genau dem Ziel der Ablehner des Islams, also die Rafida, dienen soll. Viertens, den Verstand derjenigen, die Al-Bayt wirklich lieben, zu blockieren und sie von Wissenschaftlern, also den Sunniten, den wahren Muslimen damals, zu Menschen umzuwandeln, die bei jeder Gelegenheit sich schlagen und verbluten, was eine Tat der geistig behinderten Menschen ist. Fünftens, ein Parameter zu haben, um den Verstand der Rafida andauernd zu messen, denn solange die Rafida trauern und sich schlagen, wissen die Rafida-Gelehrten, dass der Verstand immer noch ausgeschaltet ist. Sie können weiterhin ohne Angst lügen und wissen dabei, dass es ihnen geglaubt wird. Sechstens, die armen Rafida sind dabei eine Spaßquelle für ihre Gelehrten geworden, denn diese Gelehrten, die Ashura fordern, sich nicht schlagen. Sie freuen sich zu sehen, wie sich die armen Rafida schlagen und machen sich lustig über sie. Siebtens, die Rafida vom Weg Al-Bayt zu entfernen, der sowas verbietet und ihnen die Religion zu verändern. Achtens, die Rafida immer an das Leid Al-Bayt zu erinnern und in ihren Herzen Hass gegen die Sunniten einzupflanzen, damit sie die Wahrheit nie bei den Sunniten suchen, denn sobald sie dort gesucht haben, sind sie gefährdet, ihre Religion zu verlassen. Sollten diese Form der unmenschlichen Gewalt wirklich eine erlaubte Form der Trauer gewesen sein, dann sollten die Gelehrten der Rafida die Ersten sein, die das tun, oder haben die Rafida-Gelehrten keine Trauer um Al-Bayt? Am besten sehen wir, wie diese Trauer von den Gelehrten gefordert wird. غربی که فردی مانند آیت الله عظما خویی گفتند استاد ما و مجموعه دیگر از فقها ها درباره سینه زدن، درباره زنجیر زدن، درباره قمه زدن ازشون سوال کردن، ایشون پاسخ دادن. شما میگی روحانیون مراجع، دسته های از روحانیون و مجتهدین در روز عاشورا همین امسال دسته های از حوزه های علمیه کربلا و نجف در خود کربلا قمه میزنن. سال گذشته خودم روز عاشورا اونجا بودم، دسته طلاب قمه زنها در طول تاریخ مراجع تقلیدی داشتیم. چرا نمیخوای بری تاریخ مطالعه بکنی؟ یه حرفی ناپخته میای میزنی عزیز من. Wir sehen einen anderen Gelehrten, Al-Muhajir. اسمع كلامي يا حبيبي، لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام. هؤلاء لا يعرفون الإسلام، لأنه الأصل بالحرمة الضرر، إذا في ضرر حرام، هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. الصلاة إذا تصلي من وقوف ضرر عليك حرام، تصلي من جلوس. إذا الصيام يضرك ما لازم تصوم، يجب عليك أن تفطر. أما قضية الشعائر الحسينية يجب أن نلتفت إليها، قضية الشعائر والتمثيل والشبيه. التمثيل هو مسرح سيار، اليوم العالم كله يعتمد على المسرح. الصادق نفسه يشجع البكاء واللطم والتقدير وضرب القامات، كلها يشجعها. لماذا؟ لأنه يتحدث بقواعد أصلية. يقول يوم قتل
جدي الحسين مطرت السماء دما 3 أيام. اسمع اسمع اللي تستكثر على هذا الذي يجرح رأسه ونطلع من رأسه قطرات من الدم تستكثر عليه. والله الغربيين يضحكون علينا، الغربيين جعلناهم ميزان لحياتنا في كل شيء، يضحكون علينا الغربيين. الغربيين يضحكون على صلاتك وعلى مناسك الحاج، الغربيين يضحكون عليك لما تروح للشيطان بمنى وترميه، يسخرون من كل شيء. ومتى صار الغربيون ميزانا للإسلام والمسلمين؟ Der Gerät erfordert die armen Schiiten jedoch wird selber an diese Veranstaltungen nicht gesehen. Er gibt sogar zu, dass die Rafida wegen ihrer Taten Ashura in den Augen des Westens lächerlich geworden sind. Es hat angeblich 3 Tage Blut geregnet nach dem Tode von Hussein radiallahu anhu, aber nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder des Imams Ali radiallahu anhu war es normal. Es gibt leider immer noch Leute, die die Wahrheit dieser Lügner über Al-Bayt nicht sehen oder nicht sehen wollen. Diese Gelehrten sind nicht mehr als Ablehner des Islams und Lügner über Al-Bayt. Für die Menschen, die sehen wollen, wie schön die schiitischen Gottesdienste an Ashura sind, haben wir folgenden Clip vorbereitet, wo die Schiiten ohne Tahrir gezeigt werden. Wir sehen zusammen ein wenig von dem, was an dem Tag geschieht und wie die Liebe zu Al-Bayt die Rafida erblindet hat und was die Rafida Gelehrten mit ihren Anhängern machen. أصبح الدين هوى غلبا وميلا لنزع الطاقة طبعا ضاربا بين حلال الله والتحريم قرعا والسكن قد حرقوا أصل التصاريح وفرعا إذ يسمى إن يكن ذا فعل أمة أجار الله الأئمة. شوف يا أيها المسلم العاقل، يا من قد زرع حب أهل البيت في قلبك، وأنا أعلم حق العلم وحق اليقين أنك تحب أهل البيت فعلا، ولكن يا أخي كنا ضحية بحبنا هذا لأقوام استغلوه، استغلوا حبنا لأهل البيت وجعلونا نسير وراءهم أينما ذهبوا وكما أرادوا وشاءوا، فجردونا من عقولنا وجردونا من أموالنا باسم الخمس وجردونا من عواطفنا، فجعلونا نلطم رؤوسنا ونشق جيوبنا وتسيل دماؤنا باسم حب أهل البيت، والله ما أراهم ولا تراهم إلا. Das war nur ein kleiner Anteil des sogenannten Tatbir. Die Rafida-Gelehrten haben ihre Ziele ausgezeichnet erreicht. Es fängt mit der Liebe zu Al-Bayt an und endet in einer anderen Religion, die man Schiismus nennt. Willst du sehen, wie der Rafidi im Namen Al-Bayt von seinen Gelehrten noch erniedrigt wird? Es reichte diesen Gelehrten nicht, die Rafida mit ihren Lügen zum Weinen zu bringen. Es reichte ihnen nicht, dass sich ihre Anhänger selbst schlagen und verbluten. Sie brachten sie sogar dazu, lange Strecken wie Kinder zu krippeln und daran zu glauben, Gottesdienst für Hussein daran zu machen, also Erniedrigung im Dies und Jenseits. Am besten schauen wir uns den nächsten Clip an. ناديتك يا ليلي بلاعتي وصبري هان الليل وادي امتحلف بخدري. Das ist sicherlich das Ende jeden, der den Rafida-Gelehrten Glauben schenkt und ihnen vertraut. Wie soll man Leuten glauben, die das Lügen unter dem Motto Tahrir erlaubt haben? Entdecke die Wahrheit des Schiismus und wie die Schia debattieren auf unserem Forum. Haus der Wahrheit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.